ist der Fußboden zu hoch gewesen mit der alten Straßenbahn? Ganz einfach, weil diese Motoren drunter passen mussten. 247,8 kW von EuG war das stärkste, was wir in der Weimarer Republik kaufen konnten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man noch keine Niederflurbahn haben, aber zumindest eine Straßenbahn kaufen oder eine Straßenbahn herstellen, die wenigstens eine Stufe weniger hat. Unsere Gotha und Löberwagen sind ein schönes Beispiel dafür. Und da hat man also die Stufe im Wageninneren weglassen wollen. Das ging nur, indem dieser Motor eingebaut worden ist, als ein Motor, der deutlich schmaler oder schlanker war. Wenn der Motor aber weniger Höhe hat und trotzdem die Spulenpakete rein mussten, ist er natürlich breiter geworden. Und genau diese beiden Motoren, also das ist dieser Nachkriegsmotor, wie am Gotha oder Löwe drin ist, das ist der Vorkriegsmotor, wie an der Schmalspur drin ist. Diese beiden Motoren erzählen sehr anschaulich die Geschichte, warum es in Karl-Marx-Stadt die Umspurung geben musste. Es war einfach nicht möglich, mit diesem Motor auf 925 mm zu fahren. Der hat eine Spurweite von mindestens 1000 mm vorausgesetzt, um eingesetzt zu werden.